Und schon wieder zurück bei Conan Exiles und ich würde sagen, auf ein neues. Denn mittlerweile müssten die meisten Sklaven... Halt dich doch fest, du Trottel! Mittlerweile müssten die meisten Sklaven respawned haben, vor allen Dingen da oben auch in dem Camp. Da können wir einmal kurz vorbeischauen, aber mein Weg führt mich dann sofort wieder zur schwarzen Galeone. Denn ich habe das Gefühl, da ist die Chance, einen entsprechenden Handwerker zu finden, deutlich höher. Ja, wir haben ja schon gesehen, da unten laufen Schmelzer rum, da laufen Schmiede rum, da laufen Rüstungsmacher rum, da läuft alles rum. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da mehr Glück hat. Ah, guck mal, wen haben wir denn da? Was bist denn du? Was hast denn du für eine Waffe dabei? Ein Gerber, okay. Gerber brauche ich nicht. Todesurteil. Tschüss. Au, au, au. Arschloch. So, das hast du jetzt davon. Und ich kann wieder Fleisch sammeln, das ist das große Plus. Ja, wenn wir mehr Fleisch sammeln, damit wir uns mehr von diesem gereinigten... Das meine ich. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Wo kommst du denn her? Wo ist die Leiche hin? Warum despawnt die Leiche einfach spontan? Das dürfte eigentlich gar nicht passieren. Das ist mir auf dem Server nie passiert. Da sind, wie gesagt, die Bewusstlosen... Also die ich bewusstlos geschlagen habe. Da konnte ich zwei, dreimal zur schwarzen Galeone hin. Also an diesen Vorplatz da. Und habe mir da unter anderem Kämpfer und auch einen Träger besorgt, der im Singleplayer, also der auf dem Server unglaublich wichtig war. Konnte hin und zurück laufen, konnte den Träger mitnehmen, konnte die Wachen mitnehmen, konnte da einen Gerber mitnehmen. Und ja, hier despawnen sie einfach. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich würde mir wünschen, dass die wirklich auch liegen bleiben. Selbst, also ich meine, dass die Toten irgendwann despawnen, das ist okay, aber würde mir tatsächlich wünschen, dass die bewusstlos geschlagenen liegen bleiben, dass wir sie auch abholen können. Ich meine, wenn man bewusstlos ist, dann despawnt man doch nicht einfach. Oder geht ihr abends ins Bett, legt euch schlafen und plopp, am nächsten Morgen seid ihr einfach weg, despawnt. Kann schon mal passieren. Mal gucken, wie weit unser Fingal-Feuertändler hier ist. Kommt da gerade ein Sandsturm? Oh ja, der wird noch eine ganze Weile brauchen, leider. Na gut, aber das ist in Ordnung. Wir haben einen Zuchtmeister eingestellt, der sorgt natürlich dafür, dass die Zeit, die Sklaven brauchen, nochmal ein bisschen reduziert wird. Ein Stufe 4 Zuchtmeister wäre auch besser, aber... Naja, es geht eigentlich auch mit dem... Hallo. Da gehe ich jetzt mal nicht rein. Ich glaube, da sind immer nur Kämpfer und Leute, die wir nicht wirklich brauchen. Ah, ich hatte da Fleisch mitnehmen. Fleisch! Fleisch! Blöp. Wie er auch immer irgendwie ein Körperteil abpackt oder sowas. Und bei dem ganzen Menschenfleisch, das wir mittlerweile gefunden haben... Jetzt werde ich ein bisschen heiser, ich weiß nicht warum. Bei dem ganzen Menschenfleisch, das wir mittlerweile gefunden haben, da könnten wir uns eigentlich äonenlang von ernähren. Da oben rauf sind wir jetzt noch immer nicht gelaufen, ne? Das muss ich dringend mal machen. Vielleicht mache ich das, ja... Mache ich jetzt auf dem Rückweg von der schwarzen Galeone oder mache ich es jetzt? Ich würde gerne einmal kurz hier oben vorbeischauen. Hier hatten wir nämlich auch, da oben standen glaube ich auch ein Schmied rum und... Hat man da nicht auch einen Rüstungsmacher? War das nicht der Rüstungsmacher, den wir da gefunden hatten? Hallo. Diese Viecher. Ich weiß, man kann von denen Steine und Kristalle und so weiter bekommen. Aber was die jetzt im Grunde wirklich sind, keine Ahnung. Och, er hat's angegriffen. Idiot! Ja, dann beschäftige ich euch mal gerne damit. Bist du ein Kämpfer? So. Und ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Wäre natürlich unfassbar passend, mal wieder, dass wir bloß auch bei Nacht an der schwarzen Galeone ankommen. Immer das Gleiche. Es tut mir auch immer ein bisschen leid, wenn ich höre, wie die hier rumbrüllen. Dass es ihnen ja offensichtlich sehr wehgetan hat. Das ist ein Dafari-Kopf. Leute, ich bin schon lange nicht mehr da hinten. Ich bin hier. Ein Schmelzer Stufe 1. Oh nein, das war Bragi der Tapfere. Verdammt. Ja, da war der Bragi nicht mehr so tapfer. Na gut, aber Krieger haben wir mehr als genug. Wir brauchen gerade keine Krieger, wir brauchen Handwerker. Deswegen halte ich jetzt auch ganz konkret Ausschau nach Handwerkern und lasse Krieger mal komplett außen vor. Was bist du?
Schwein. Stirb, du unnützes Stück. Das war wieder irgendwer besonders, oder? Das war Konchaka aus Hyrkanien. Aber sie war auch eine Kriegerin, glaube ich. Und Konchaka brauchen wir leider gerade auch nicht. Tut mir leid. Dann waren hier oben wieder zwei besondere. Bragi und Konchaka. Ordentlich. Also wenn man bitte... Ach, guck mal, da hinten führt ein Weg rauf. Führt der da oben rauf? Das könnte durchaus sein. Wisst ihr was? Dann gehe ich da mal eben gerade rauf. Weil dann können wir eventuell damit die Nacht überbrücken. Und sind dann an der Schwarzen Galeone, wenn es wieder hell wird. Haben auch ein bisschen Erkundung in der Folge. Ich weiß, wir haben uns jetzt quasi die ganze Zeit nur hier in diesen Landen aufgehalten. Kann mir vorstellen, dass das irgendwann natürlich ein bisschen eintönig wird. Aber selbst hier haben wir ja noch, da geht's dann rauf. Selbst hier haben wir ja noch mehr als genug zu tun. So ist es ja nicht. Und da oben ist noch ein Lager, das können wir auch mal auskundschaften. Ich glaube, da waren wir sogar schon mal, oder? Richtig, ich erinnere mich. Hier ist dieses Riesenviech. Hallo? Na? Alles okay? Ich habe jetzt eine bessere Waffe dabei, ne? Oh. Die Musik dazu, die ist natürlich großartig. Hat er denn was Besonderes dabei? Dämonblood. Achso, das ist wieder so ein Dämon. Ich verstehe. 18 Dämonblood haben wir jetzt. Was wir damit machen können, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber da wird es mit Sicherheit, wenn der Alchemist da ist, irgendeine sinnvolle Verwendung für geben. Ja, doch, hier oben waren wir, glaube ich, schon mal. Hier oben waren wir schon mal. Genau. Und wer seid ihr? Oder wer bist du? Oh, ihr. Nö, das glaube ich nicht. Ja gut. Zwei Kämpfer, die hier rumsitzen. Und eigentlich... Oh, guck mal hier, so eine Sprengdüse. Drüse. Die kann man auch mal gut mitnehmen. Wo ist jetzt... Da, schon wieder. Wo ist er hin? Ich habe doch nur eine Sekunde zur Seite geguckt. Warum ist er weg? Ich verstehe das nicht. Und hier müsste man dann wieder in Richtung dieses... Ja, ja, genau. Hier kommen wir jetzt wieder genau in Richtung Lager von der Schwarzen an. Ja, da hinten ist die Schwarze Galeone. Ja, dann kennen wir uns hier auch ein bisschen besser aus. Ja, ja, klar. Ich renne natürlich voll drauf zu, ohne Ausdauer. Macht absolut Sinn. Ein Zimmermann Stufe 1. Ich sag's nur ungern, aber Todesurteil. Entweder ihr lernt richtig oder ihr sterbt. Und du stehst hier so rum? Hast du kein Problem mit... Hä? Zwei ineinander. Ganz kurios. Ganz kurios. Irgendwas ganz Seltsames geht hier ab. Vielleicht hat das auch mit den Mods zu tun, das kann ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir sogar leider sehr gut vorstellen, dass das was mit den Mods zu tun hat. Aber ich würde sie ungern, also ich würde sie wirklich ungern vom Server nehmen, also aus dem Spiel rausnehmen, weil die schon ein paar sehr schöne Deko-Sachen mitbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass so Mods wie die Level 250 Mod oder Valhalla Wait dafür verantwortlich sind. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das so eine Mod wie Savage Steel eventuell ist. Aber Savage Steel bringt halt auch richtig schöne Sachen mit. Ach nee, Moment mal, ich wollte doch da oben rauf. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen klettern, ne? Aber das ist in Ordnung, ich habe meine Kletterausrüstung mit dabei. Und hier müssten wir eigentlich relativ simpel raufkommen. Das ist nicht mehr so weit, der Weg. Ah, hier können wir sogar nochmal Pause machen. Ups. Die Musik. Ich muss das immer wieder sagen, es ist einfach unfassbar beeindruckend. Und sie haben es halt auch wirklich geschafft. Also ich habe mir ja vor kurzem mehrfach Conan der Barbar angeguckt.
einfach auch mal zwischendurch, unter anderem beim Conan Exiles spielen. Und sie haben es aber wirklich geschafft, die Musik tatsächlich so ein bisschen an das Original, also nicht nur so ein bisschen, sondern es klingt ziemlich wie im Original. Es ist zwar nicht die Originalmusik, ich glaube, die haben sie nicht bekommen. Achso, ich dachte, oh, da hinten ist tatsächlich ein Lager. Wacht der Paria. Okay. Ist da nur einer? Was bist du? Du bist... Du greifst mich gar nicht an. Du bist Yamila, die Piratenkönigin? Watch a shadow. You've not the saltwater stagger of the regular fools who come seeking the blade of the butcher of Quarzeen. So we'll talk, if you keep your distance. Ja, das kann... Emotes lernen salutieren, das kann ich anscheinend schon. Come to gawk at the captain who lost her ship and her crew? Twice the captain, and twice the exile now, thanks to those mutinous dogs. I put the salt back in their blood, and this is how they repay me? Treacherous bastards. The Black Hand only exists because of me! When I was exiled here, like the others, I was adrift, directionless. They burned my hands before they cut me loose. Burned them into the twisted flesh lumps you see today. I had to learn everything anew. How to eat, how to fight, how to survive. Make no mistake, exile, this place is a crucible. We are being shaped and molded to some malevolent plan. Mm-hmm. On the Vilayet? I always knew our heading. There is always another Turanian sail to burn, another fortune to be won. But here, I needed a new course. There were rogues aplenty. Baroccans, Zingaran freebooters, and members of the Red Brotherhood. Exiles all. I gathered them together, and I offered them a promise. If we could work together, I would find us a way back to the ocean. That was how the Black Hand began. Das heißt, sie ist die eigentliche Anführerin der Schwarzen Hand, aber sie ist offenbar hier oben hin verbannt worden. The rules of the Red Brotherhood allow any crew member to challenge the captain. They tried to keep the same tradition, the Black Hand. Any who could best me could take my position. The mutinous cowards didn't even try. They just waited until I was asleep, then chained me to the hull. Never trust a pirate. Especially if his name is First Mate Athelas. First Mate Athelas? Look, I don't really do treasure maps, as a rule. But there is something in the ruins of that city. A room, but the floor looks like a map. And embedded in that floor are gems. My bracelet was glowing like witchfire, and all of the gems in the floor were lit up to match it. I don't hold the sorcery, so I got my crew out of there. After we tried to pry up a few of the gems, naturally. Come to gawk at the captain who lost his ship. Okay, mehr hat sie uns anscheinend nicht zu sagen. When I was exiled here, okay, also wo läuft sie hin? They burned my hands before they cut me loose. Burned them into the twisted flesh lumps you see today. Was ich mich frage. I had to learn everything new. Ich hätte ja gerne Piratenkönigin zu Hause, da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich. Also es gibt irgendwo Schätze in der Stadt und irgendwas hat das auch mit unserem Armband zu tun. Aber bevor du jetzt weiterredest, gute Frau. Nein, bleib doch stehen. Ich will sie nicht da hinten bekämpfen, ganz ehrlich. Sonst... Ah, jetzt... Läuft sie denn jetzt wie eine Wilde hier rum? Oh. Ich will sie nicht dahin bekämpfen, weil ich Angst habe, dass sie den Berg runterfällt und dann ist sie für uns natürlich absolut verloren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Nee, sie hat keinen Ausdauerbalken. Nee, ich glaube, das ist nicht möglich. Gut, dann lassen wir das.
Aber dann ist sie offenbar die ursprüngliche Initiatorin der Schwarzen Hand, also all dieser Piraten, die da unten leben. Und es gab eine Meuterei und sie haben sie dann an den Rumpf gekettert und sie hat sich hier oben hin flüchten können. Und der First Mate, von dem ich mal vermute, das war der Hauptmann der Schwarzen Hand, den wir da unten gesehen haben. Das war dann derjenige, der sie ersetzt hat quasi. Immer noch Kampfmusik. Nein! Nein! Oh Gott! Ist er mal eben hier runtergesprungen, der Depp. Okay, irgendwas scheint da auch wieder mit ihr nicht zu klappen so richtig. Weil die Kampfmusik sollte jetzt eigentlich nicht mehr spielen. Ich bin längst aus dem Kampf raus. Na gut, na gut. Vielleicht passiert das, wenn man einen NPC angreift, den man eigentlich nicht angreifen sollte. Kann ich auch verstehen. Und da vorne ist ja noch ein Lager von der Schwarzen Hand. Oh, und guck mal da hinten. Da sieht man schon mal die Ausläufer von den Bergen. Und die ersten Bäume, die richtigen Bäume. Also richtige Bäume, nicht diese Palmenhaine, die wir hier auf den Inseln immer wieder finden. Durchgang der Spitzbuben. Guten Tag, ein Zimmermann Stufe 2. Stirb! Stirb, du nutzloses Schwein! Gib mir dein Fleisch. Oh. Guten Tag, ein Kämpfer 2 und dann noch ein Bogenschütze. Aber das brauche ich beides leider nicht. Deswegen müsst ihr leider einen anderen Job suchen im Totenreich. Ich sollte mich vielleicht darauf fokussieren, das Fleisch erst zu sammeln, wenn ich alle Kämpfer hier auch besiegt habe, oder? Das Problem ist, genauso wie das mit dem einen hier passiert ist, jetzt mal wieder, es ist schon wieder einer despawned einfach so. Und wo kommst du her? Da gibt's Kohle! Kohle! So, was haben wir denn hier? Es ist ein Kämpfer und ein Bogenschütze, nichts Besonderes also. Können wir auch getrost da niederschnetzeln. Und da ist noch ein Bogenschütze. Na gut, dann gab es hier in dem Lager offensichtlich nichts von... Na, kann, ah, okay, jetzt kann ich sehen, was er ist. Gab es hier in dem Lager offensichtlich nichts von Wert. Nö. Ach, das ist doch wieder so ein Helm von dieser Rüstung, oder? Du hast neue Rezepte erlernt? Ich dachte, ich könnte ihn mitnehmen. Was habe ich denn für neue Rezepte erlernt? Ist das wie mit den Darfari, dass ich jetzt hier irgendwelche Banner oder so herstellen kann? Und warum ist denn jetzt schon wieder Kampfmusik? Ich bin doch gar nicht mehr im Kampf. Nur Kämpfer hier unterwegs sind. Oh, guck mal hier. Haben auch einen schönen Ausblick über die Lagune da unten oder über den Flusslauf. Ich glaube, da wollen wir gar nicht hin. Wohin bewegen wir uns denn eigentlich gerade? In diese Richtung. Ne, ich glaube, da wollen wir nicht hin. Da ist das Schlundloch. Das macht keinen Sinn, da nochmal hinzugehen. Jedenfalls nicht jetzt. Irgendwann später werden wir natürlich zurückkehren zum Schlundloch. Wenn wir darauf vorbereitet sind. Das sind wir aber jetzt noch gerade gar nicht. Hier gibt es Eisen. Es würde tatsächlich Sinn machen, hier oben eine Basis zu bauen. Das Problem ist, man hat halt diese Typen hier direkt vor der Haustür. Und, naja. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Hier geht es nur rauf auf den Turm. Und gibt es eine Menge Eisen. Leute, der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist lange vorbei. Also manchmal... Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss vielleicht doch die ein oder andere Mod hier rausnehmen, weil ich glaube, also im Vergleich zum Vanillaspiel, ja, hakelt es hier dann doch schon ab und zu mal ziemlich und es kommen auch ein paar kleine Fehler mit rein. Vielleicht mögen sich auch die ein oder andere Mod nicht so ganz, könnte ich mir auch vorstellen. Gerade das mit dem Loot von den Feinden könnte eventuell damit zusammenhängen, dass die Feinde so schnell despawnen, weil das ja eine Mod ist, die ganz konkret mit Toten, also mit Leichen, umgeht. Um es mal so zu sagen. Okay, da war die Piratenkönigin, da können wir dran vorbeilaufen. Dann müssen wir da hinten wieder runter und dann den Weg zur Schwarzen Galeone wieder einschlagen.
Okay, ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe, ganz dringend. Oh, diese Kampfmusik, hör auf. Oder ist es immer noch wegen der Piraten... Hä? Was steht denn da hinten? Ist das immer noch wegen der Piratenkönigin? Das ist eine Truhe, oder? Das ist eine Truhe. Deine Stufe ist nicht hoch genug. Okay. Okay. Wie komme ich denn jetzt am besten wieder runter? Ich glaube, hier, da, wo wir auch hochgekommen sind, müssen wir uns wahrscheinlich nur wieder mit den Leuten hier anlegen. Hallo, da bin ich wieder. Eure Kollegen habe ich eben schon getötet. Jetzt seid ihr dran. Aber das ist nicht so schlimm. Ihr gebt mir Erfahrungspunkte. Das finde ich sehr, sehr höflich von euch. Und ihr gebt mir vor allen Dingen Fleisch. Mich gerade ein bisschen... Ach, schon wieder, jetzt fängt die Kampfmusik schon wieder an. Hört sie denn gar nicht mehr auf diese Kampfmusik? Der Kampf ist vorbei, Leute. Hätte ich da oben die Piratenkönigin nicht angreifen sollen? Ist es deswegen? Ist es wirklich deswegen? Wirklich? Ich will doch nur die Musik von der schwarzen Hand. Die ist schon lange nicht mehr gekommen. Das glaube ich nicht. Was ist hier los? Was bist du? Warum wird mir nicht angezeigt, was du bist? Was ist denn da los? Hier stehen wieder drei aufeinander. Hä? Zuchtmeister, 1, 2 und... Was bist du? Ich kann nicht sehen, was er ist. Zuchtmeister 2, Zuchtmeister 2. Ihr seid jetzt einfach alle tot. Da hinten stehen auch schon wieder zwei aufeinander. Das ist irgendwas ganz Komisches passiert hier gerade. Vielleicht sollte ich wirklich den Server nochmal neu starten, also das Spiel nochmal neu starten. Und ich muss... Wart. Drei Schmiede? Schmied 1, Schmied 1. Und Schmied 1. Warum standen denn jetzt auf einmal drei von denen übereinander? Kann mir das mal jemand erklären? Das ergibt für mich leider keinen Sinn. Ja, so eine Drüse kann man auch mitnehmen, genauso wie den Trank da oben. Ich denke mal, das erweist sich dann bei Zeiten doch als durchaus nützlich. Aber ich mache mir gerade echt Sorgen darum, dass hier gerade irgendwas ziemlich schief läuft. Und dass ich vielleicht gar nicht zur schwarzen Galeone sollte, weil sonst noch mehr Fehler passieren. Oh, Moment, der hatte Färbemittel dabei. Färbemittel nehme ich jetzt immer gerne mit. Kann man nämlich unsere Klamotten mit einfärben. Auch diese Rüstung, die wir hier gerade tragen, die würde ich ja gerne mal ersetzen. Weil ganz ehrlich, so vom Aussehen her ist sie jetzt nicht der Burner. Also sie reißt nicht unbedingt Begeisterungsströme ab. Start running now and I won't have to kill ya. I don't think so. Kochstufe 2. Gibt's denn hier keine Kochstufe 3 oder 4? Könnt ihr wirklich alle nur auf Stufe 3 kochen, Stufe 2 kochen, wirklich? Na, jetzt, ja, triff halt die richtige Stelle. Es ist ja ein Kreuz mit dem. Okay, unser Jockhackmesser ist leider auch schon wieder kaputt. Oh, ja, ich habe mich schon wieder nicht dran gehalten. Ich sollte erst hacken, wenn alle Gegner tot sind. Unser Jockhackmesser ist leider gleich auch hinüber. Aber dann nehme ich noch so viel Fleisch davon mit. Ja, jetzt habe ich es gerade gesehen. Ich sehe es doch kommen. Ich sehe es, ja. Seht ihr das? Jetzt wären wir nämlich hier und hätten keine Chance zurückzulaufen. Zum Glück habe ich die Sandsturmmaske auf, denn die Sandsturmmaske sorgt dafür, dass uns der Sandsturm hier gar nichts anhaben kann. Die Münzen nehme ich mit. Dennoch ist es eigentlich keine gute Idee, hier im Sandsturm rumzustehen, ehrlich gesagt. Was ist mit dir? Die Träger greifen uns zum Glück nicht an. Ein Gerber Stufe 2. Gut, wir haben einen Gerber Stufe 3, glaube ich, zu Hause stehen. Das heißt, der wäre absolut sinnlos für uns gewesen. Von wo kommt er denn? Oh, von da hinten. Oh.
Das muss ich mir jetzt mal, jetzt wo wir eine Sandsturmmaske anhaben, kann ich mir das ja mal ganz in Ruhe ansehen, wie der Sandsturm, oh, guck mal, da kommen schon Sachen angeflogen, wie der Sandsturm hier übers Land fegt. Tja, und normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem ich, oh, mit der Musik auch noch. Was war das? Ich bin eine Stufe aufgestiegen? Was habe ich denn getan? Ah, ein Sandsturm außerhalb einer Zuflucht. Ah, okay, wegen der Sandsturmmaske. Oh, wie praktisch. Oder zieht er von dann in der Sandsturm? Ja, das ist ja praktisch. Ja, dann haben wir es ja doch geschafft. Dann sind wir Stufe 50, Leute. Wir haben es vollbracht. Ich kann es ja kaum glauben. Was willst du denn jetzt? Tänzer, Stufe 3, Moment. Tänzer. Und auch ein Tänzer mit einem riesen Vorbau. Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre. Das, da kann ich jetzt, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist halt eine Tatsache. Komm mit. Da geht es mir natürlich nur darum, dass sie die Verderbnis beenden kann, die auf uns lastet, indem sie einfach ein bisschen vor uns hin und her springt und sich bewegt. Und die Anmut ihrer Bewegungen ist es dann schließlich, die dafür sorgt, dass die Verderbnis in unseren Herzen sich mildert. Das hat mit ihren sekundären Geschlechtsmerkmalen relativ wenig zu tun, auch wenn die natürlich positiv dazu beitragen, dass Verderbnis reduziert wird, ne? Das muss man auch mal sagen. Deswegen schnappe ich sie mir auch direkt und schleife sie in mein Lager, damit wir endlich mal eine Tänzerin haben. Ein Tänzer ginge natürlich auch, das Spiel ist da wirklich sehr modern, was das betrifft. Also man kann sich auch einen Kerl schnappen und den vor sich tanzen lassen. Das hat den gleichen Effekt. Aber ja, vielleicht wäre das sogar sinnvoller, das zu machen, damit Madame nicht eifersüchtig wird. Aber ich, ja, ich habe mich jetzt einfach auf diese Tänzerin festgelegt. So. Die verstecken wir dann vor Madame. Kommt da noch ein anderer Sandsturm oder ist das der gewesen, der gerade vorbeigezogen ist? Nee. Ach, die Musik. Hört auf, leider. Schade. Schade, schade, schade. Aber gut, wir haben sie ja schon mehrfach gehört jetzt und wir werden sie auch noch ein paar Mal hören. Eine Tänzerin Stufe 3 hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber ich wollte eigentlich jemand named mitnehmen. Ich bin auch mal gespannt, es müsste dann eigentlich auch benannte Tänzer geben oder Tänzerinnen. Die würde ich auch gerne mal irgendwo finden, aber man kann nicht alles überall finden. Ne? Also die benannten Sklaven gibt es nicht in jedem Lager. Die können auch nicht in jedem Lager auftauchen. Also es gibt nur ganz spezielle Lager, wo auch benannte Sklaven auftauchen können. Deswegen müssen wir bei Zeiten sowieso die ganze Welt bereisen und überall versuchen, die besten Sklaven herauszuholen. Dann haben wir immerhin schon mal eine Tänzerin und wir haben einen, ich glaube, der Fingal Feuertändler müsste mittlerweile auch nah an der Fertigstellung sein. Na gut, es dauert noch ein bisschen. Aber gut. Hyrkanischer Tänzer 3. Es wird zwar Hyrkanischer Tänzer gesagt, aber es ist natürlich eine junge Dame, die sich da mit uns befassen wird. Gut, dann mache ich Folgendes. Ich gehe jetzt einmal zurück zur Basis, werde da ganz in Ruhe die Sachen wieder einsortieren, werde das Jockfleisch braten, das Hackmesserchen reparieren, die üblichen Sachen, die wir machen, bevor wir auf Sklavenjagd gehen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, machen nochmal einmal eine Tour in Richtung Schwarze Galeone. Vorher möchte ich aber noch... Achso, da fällt mir ein. Ja... Folge wird jetzt wieder ein bisschen länger. Tut mir leid. Aber ich will das jetzt auch nicht auf die nächste Folge schieben, weil ehrlich gesagt möchte ich das gerne jetzt noch ausprobieren und dann würde ich ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Denn wir haben ja Rezepte erlernt und da bin ich doch jetzt ein bisschen neugierig und meine Neugier sagt mir... ...dass wir eventuell... Es ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich meine da mal was gehört zu haben, beziehungsweise als ich das allererste Mal Conan gespielt habe, was jetzt schon ja, so 2, 3, 4 Monate her ist. Da hieß es, als wir damals in Gruppe gespielt haben... Tatsache. Ich kann jetzt eine eigene Hyänenfellrüstung herstellen, yes! Dann kann ich endlich diese komische stygische Rüstung loswerden. Ich glaube, die Hyänenfellrüstung war ein bisschen... schwächer als diese stügige Rüstung, aber trotzdem, sie sah einfach saugeil aus. Ja, und dann will ich die natürlich auch haben. Ja, großartig. Großartig.
Was wollte ich noch machen? Ich wollte noch irgendwas machen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich wollte Attribute verteilen. Und zwar wollte ich... Was wollte ich denn machen? Katzengleichsturz, Schaden wird halbiert. Jeder deiner leichten Angriffe verursacht... theoretisch wäre das hier... Wobei ich auch ein bisschen unempfindlich. Alle Temperatureffekte werden verringert. So, wenn wir dann schon in den Dungeon gehen, dann müssen wir das auch machen. Religion. Ja, hohe Priester von Yogi. Ja. Sehr schön. Das muss ich freischalten. Wir haben 74 verfügbare Punkte. Und Rüstung, natürlich ganz wichtig. Rüstung mächtiger Zivilisationen, gehärtete Stahlwerkzeuge. Oh Gott, wir müssen so viel lernen. Wir müssen so viel lernen jetzt. Und vor allen Dingen bei den... Schläger, haben wir denn ein neues Schwert, das wir machen können? Das alte Doppelschwert hat Schaden 40. 33, 37, 30, 31. Nee, nichts, was an das alte Doppelschwert rankommt, leider. Aber Sprengsätze können wir lernen. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Hatten wir ja auch eine Aufgabe, dass wir Sprengsätze machen. Und hier ganz wichtig, gehärtete Stahlwerkzeuge. Die Spitzhacke habe ich jetzt nicht hergestellt. Das ist im Prinzip ja nur die Axt und die habe ich immer wieder gesagt, muss ich unbedingt mal machen. Habe ich nie gemacht. Gehärtete Stahlpickel. Ein gehärteter Stahlpickel, das brauche ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wollte auch unbedingt mal hier so eine Schatzkammer herstellen. Ah, hier. Das große Rad der Schmerzen. Eine Stahlkeule. Großer Brunnen. Freischalten. Ich wollte eine Schatzkammer machen und ich wollte hier so eine Kühlkiste machen für unser Futter. Also mal gucken, wo wir die hinstellen können. Verbesserte Bandagen. Könnte man auch mal ausprobieren. Dekoration. Haben wir denn da irgendwas dazu bekommen? Ein Gong. Der Fürst. Steinthron. Ich weiß, was wir in den Thronsaal stellen. Und den Gong brauchen wir natürlich auch. Nehme ich jetzt einfach mal so mit. Wir haben ja noch ein paar Punkte offen, die wir von Sklaven mitnehmen können. Exotenjäger. Hä? Hat man das vorher schon? Fledermaus, Dämonenkopf-Trophäe, krass. Rotdrache, Gründrache, skelettierter Schlangen. Oh. Schieferrückenkönig, Steinnasenkönig. Ich glaube, Steinnasenkönig haben wir gesehen. Das muss ich leider auch mal freischalten. Wir haben nämlich einige Köpfe, die wir mal nutzen könnten. Großwildjäger, Hochlandjäger. Na gut, das haben wir jetzt nicht. Beim Bau haben wir denn da noch irgendwas, was wir freischalten könnten? Steinmetzmeister haben wir gemacht. Nö, ich glaube, das erübrigt sich erst einmal. Bei der Rüstung waren das die Expedition Armor, Savage Armor, hier Rüstungen mächtiger Zivilisationen. Oh, ich wollte mir ja funktionale Kriegsbemalung mal auf den Körper patschen. Oh, wir haben noch so viel zu tun. Na gut, ich habe die Folge voll überzogen. Es tut mir unfassbar leid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.